Ops on my dogs to my right. High beams on, you get lost in them lights. Inside cruising, let's go off. Herzlich willkommen zu den ADAC MX Masters hier zu Gast in Geildorf. Oh, I was born, yeah, I was made for this. To be a legend, to be glorious. In der ersten Runde schon direkt mal quer gestanden, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, aber schön entspannt gefahren, nicht zu viel gepusht, wie sonst immer. Nicht hingefallen, das war Ziel Nummer 1. Ja, 7. Ganz okay, noch ein paar Verbesserungen jetzt an der Gabel gemacht und dann denke ich, können wir die Bude auch ein bisschen weiter fortzünden. I'm good feeling with the track, I really like the track. I finished 3rd, second from the first rider, so it was good. Jo, gleich erster Lauf. Viel zu warm wie Schwein. Kotz ab. Aber wird schon. Wird schon! Ja, ein Holeshot und dann zeige ich grau mal, wie man richtig schlittert auf dem Hardboden. Erster Lauf der Youngster Cup Piloten beim 5. Tourstopp hier in Geildorf. Jan Fares, der Meisterschaftsführende auf der 3. Und vorne Nickel vor Maxim Groh. Das Ganze aber nur noch 0,6 Sekunden. Dann Fares, der Meisterschaftsführende Spanier. Und jetzt kommt auch schon Guillem Fares mit großen Schritten Richtung Kato Nickel. Maximilian Spies geht jetzt Richtung Guillem Fares ran, aber Fares hat die zugemacht. Fares jetzt direkt hinter Maxim Groh, hinter dem Führer des. Im zweiten Teil, da holt sich Fares genau diese halbe Sekunde immer und immer wieder raus. Manik Appelt, der hier noch in die Top 20 fahren konnte. Ist das anstrengend, Rennfahren. 7 Monaten. Erste Rennen, was ich zu Ende gepeitscht bin seit Dreh. Ah, ich habe mich von Runde zu Runde besser gefühlt. War wirklich, am Anfang habe ich zu viel Ballett gemacht. Dann haben sie mich alle einkassiert. Aber dann habe ich mich eigentlich zum Ende leider erst gefangen. Habe noch ein paar Plätze gut gemacht. Aber von hier kann man aufbauen. Morgen ist dann stark besser. So, wir stehen jetzt hier auch mit dem Mechaniker von Yilim. Kurz genannt für uns einfach immer nur Flori, auch Inhaber von Moto Industries. Du bist jetzt hier im Radteam schon seit wie lange genau? Angefangen hat das Ganze 2019. Allerdings hatten wir da kein großes Aufgebot an Fahrer bekommen. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, hat er mich angerufen. Du, pass auf, ich habe da jemanden, der würde gerne bei uns fahren wollen. Die Masters und EMX und GP, je nachdem, was wir gerade so im Zeitplan reinkriegen. Hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach ich mit. Kurz geguckt, ja, Guillem Fares war jetzt nicht unbekannt, dadurch, dass er schon mal halt in Lommel den Oberrollsieg hatte in der 125er-Klasse. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich machen. Also eigentlich war erstmal nur geplant, so die dichten Rennen zu machen. Ja. Ja, und dann ab Drehz waren wir dann angefixt halt. Ne? Wie ist das jetzt so für dich hier in dem Team und auch mit Guillem? Wie hat sich das gut gefügt? Hat ihr alle einen guten Draht zueinander? Ja, also es ist halt wirklich komplett wie eine Familie hier. Also ja, dadurch, dass der überwiegende Teil Deutsch gesprochen wird. Also klar, wenn wir jetzt so Guillem dabei haben, versuchen wir viel Englisch zu sprechen, dadurch, dass wir ihm nichts vorenthalten wollen. Also ja, nicht, dass er denkt, wir reden schlecht über ihn oder sonst dergleichen. Das macht die ganze Sache viel einfacher, dadurch, dass wir halt bloß natürlich auf 2 Sprachen konzentrieren mussten. Der überwiegende Teil wird hier Deutsch gesprochen. Und das macht es natürlich halt auf jeden Fall einfach. Ja, ja, ja. Gerade so viele Fachbegriffe oder so, wo man dann mal kurz struggelt. Wie heißt das jetzt? Aber du bist doch selber noch manchmal auf dem Bike unterwegs, oder? Ich bin ab und zu selber auf dem Bike unterwegs. Hatte sogar den Fokus gelegt gehabt, in Drehz mit meiner Wildcard Masters mitzufahren. Alter, eigene Firma, Mechanik und Fahrer.
Wie viel Zeit hat der Mann? Und Familienvater. Ey, und das ist auch das Wichtigste. Ja, macht halt wirklich Spaß mit den Jungs so zwischendurch, wenn man so mal so einen Off-Tag halt fahren zu gehen. Gerade so, wenn man auch dann so die von zu Hause hat, die Regelfahrer, mit denen man so dann sich jedes Wochenende sieht. Und man kommt einfach nicht davon weg. Das ist halt so, wenn man es einmal wirklich lebt, dann kommt man davon nicht weg. Ich glaube, da kennst du das gut mit aus. Das kennen wir, das kennen wir sehr, sehr gut. Danke für das ganz kurze Statement hierzu. Was geht, Jungs? Willkommen zu Tag 2 bei den ADAC Masters. Ich bin ready und hoffentlich ziehen wir heute noch einen Holeshot. From Michael, Sander. Triple threat. You are looking at a triple threat. Triple threat. You are looking at a triple threat. We ain't simmer yet. Game dripping like it's been a crab. We can go from the videos on the internet. If you say you really like that, then we gotta check. So, Fares jetzt Dritter ist vorbeigegangen an Kato Nickel. Manik Appel, die 440, leider auf 10 zurückgefallen. Ja, spielt deutlich schneller am ersten Sektor als Go. Fares ist aber der Allerschnellste, aber der wird da nicht mehr hinkommen. Der Schlussangriff vom Spanier mit der 409 kommt ein bisschen spät. Geil. Ab 10 Minuten hatte ich so arg am... Alter, ich habe so gepusht die ersten Runden. Extrem. Genau, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche Gatter genommen. Ich hätte eigentlich weiter rechts stehen müssen. Ja. Ich bin nämlich durch den Matschhaufen gefahren auf der Straße. Ja, egal. Es war trotzdem. Du warst genau wie gestern, warst du wieder mit an der Stelle. Did you expect Spies and Maxime Groh to be that fast here in the track? Well, the track was like really sketchy the first laps, yeah. So I kind of took it a little bit easier. But yeah, they were riding fast. They ran away pretty fast. I was leaping in the beginning of the race, but then I came back a little bit. Yeah. But yeah, I'm also thinking about the championship more than on the races right now. So. Wir sollen ja das ganze Team auch ein bisschen interviewen und filmen. Dann geht man ein bisschen weiter rüber, ja. Ganze Frage. Am liebsten Leberwurst? Wie ist das denn so hier im Team? Also ich denke mal, ihr seid ja auch ein bisschen für Verpflegung und Organisation mit zuständig. Eigentlich machen wir das Ganze ja schon, seitdem der Niklas 5 Jahre alt ist, ja. Also das ist für uns Alltag. Den ganzen Rennzirkus eigentlich schon von Anfang an gemacht. Ja, ganz genau. Wir sind immer als eine Familie unterwegs gewesen. Ja. Dann ist das selbstverständlich gewesen, ja. Dass die Sachen, die dann erledigt werden müssen. Gilliam hat gesagt, du machst sehr, sehr gute Nussecken. Keine Ahnung warum, aber er meinte letzte Woche so, nächste Woche, du musst mir zeigen, wie Nussecken gebacken werden. Ja. Und er sagte dann an diesem Wochenende, ist nicht so gut mein Fahren jetzt diesmal. Ich habe ja keine Nussecken. Aber so soll es doch sein, ne? Absolut. Ja, mein Name ist Nitas Ratz, ich bin der Inhaber von Ratz Motorsports. Wann habe ich begonnen mit dem Team? 2016, 17 habe ich offiziell aufgehört mit dem Motorradfahren und habe gesagt, ja komm, dann lass mal aus Spaß ein Team stark sein, aus Spaß wurde ernst. Womit hast du das Team dann begonnen? Also in welcher Meisterschaft? Oder? Wir haben direkt bei den ADAC Masters begonnen. Also direkt in der ja. Okay. Ich glaube, es war damals ein Masters-Fahrer, ein Youngster-Fahrer, sogar noch auf Kawasaki. Okay. Und dann haben wir 2 Jahre auf Kawasaki bestritten und dann kam 2018 der Wechsel auf KTM. Sind noch jetzt immer noch Leute dabei von ganz Anfang an? Also nee, leider nicht. Bereich, leider doch, der macht ihn. Okay. Der ist von der ersten Stunde dabei. Ein guter Fahrer im Youngster war Thomas Vermeil, der fährt ja jetzt noch Masters. Ja. Dann kam danach Sylvain Jollard, der Top 5 Ergebnis gefahren ist im Masters. Lockerer, flüssiger auch aus als gestern. Also wenn ich das jetzt mit gestern vergleiche, dann bist du gestern richtig stumpf. Ja. Und dann stoppere ich und Spuren suche, dass du Anleger abknickst, dass du auf dem Griff hier bleibst. Ja. Wenn ich heiß bin, 2 zu machen. Ja, zum Beispiel wenn du auf den Sprung drauf zufährst und hast da vorne ein kleines Loch, ja. Da sinkt er auch nicht so tief ein. Okay. Da bleibt er auch stabiler. Ansonsten ja, so auf den Geraden merkst du es nicht. Okay, und beim Anbremsen auch nicht? Nee. Okay, na dann machen wir das.
How do you prepare yourself in the last minutes before the moto? Try to listen to music, but ADAC tracks have never connection, so I cannot listen to my Spotify. I need to listen to old songs. Yeah, it's also okay. What do you listen to? Depends on the day. Okay, so more energizing music, yeah. Or more to calm down? It really depends, but it's always energizing, never to calm down. Okay, okay. Dritter und letzter Lauf, der Youngster Cup Piloten. Guillaume Fares, der Mann mit dem Red Plate auf der 5. So, der Blick zurück von Martinez Richtung Fares. Jetzt aber die Attacke von Fares, zieht vorbei an Martinez, Martinez mit Problemen. Maxi Spies hat hier knüppelhart hingelegt. Was ein Sturz. So, Fares vorbei an Alonso. Maxim Groth zwischenzeitlich 2,7 Sekunden vor Fares. Fight zwischen Martinez und Guillaume Fares. Ein geisteskrank guten Start wieder hingelegt. Hast du gesehen, wie die Karre dann angeschrieben? Boah, geil hat sich das angefühlt. Wieder gut mitgezogen die ersten 10 Minuten. War echt gut. Und dann leider Crash gemacht. Lag ich unter der Karre und stand auch noch verkehrt rum. Bestimmt, ich glaube, 10 Leute durch. Auch Rhythmus verloren, muss ich sagen. Echt lange wieder gebraucht. Und dann zum Schluss nochmal 3 oder 4 Leute überholt. 19, dreimal Punkte, einmal knapp Top 10 für 4-mal fahren. Und das Headplay bleibt in Spanien bei Guillaume Fares. So you had a lot of work this weekend. Yeah, actually I didn't get any good starts the whole weekend, so I made it hard for myself. Er sagt, die Starts, die haben überhaupt nicht geklappt, dieses Wochenende. Da hat er das sehr, sehr hart gemacht. Und gestern war es ja auch schon mal sehr eng. Yesterday the first race between you and Maxime, it was so close at the end. Yeah, the end was close. Maxime was leading the whole moto, but the end was close, yeah. Breathe in, breast out. You look so big, huh? Little race recap. How was the last race and the whole weekend? It was actually a good race. My starts were not the best, so I had to work hard on the motos. But yeah, I'm happy that I made some more points on the second rider on the championship, so that was the goal. Any words about the track for the last race? It was a really technical track. They put water every time. Yeah, they told us from ADAC that we couldn't have the best conditions this weekend because some problems with the water. But yeah, I think they did a great job and we had some great racing. Ja, also wir hatten wirklich das ganze Wochenende mit unserem Start zu kämpfen. Gefahren ist er wirklich gut. Also er hat wirklich alle Probleme, die wir so hatten in den Sektoren, hat er behoben. Ist konzentriert seine Pace gefahren, hat angefangen zum Ende hin wirklich nochmal auszubauen, um wirklich nochmal ein bisschen zu pushen, um nicht schwach dazustehen. Und in allem ist er wirklich stark gefahren das ganze Wochenende. I'm unstoppable, baby. I'm unstoppable, baby.